Die Nachfrage an Jugendstartwohnungen im leistbaren Bereich ist höher als je zuvor. Aus diesem Grund startet das Land Steiermark auf Initiative von Wohnbaulandesrat Hans Zeitinger ein neues Förderprojekt. Um die Bedürfnisse junger Menschen im Bereich des Wohnens zu erfüllen, werden 24 Millionen Euro für die Neukonzeption von Jugendstartwohnungen zur Verfügung gestellt. Es gibt hier für junge Familien, für alleinstehende Mütter mit Kind oder für Partnerschaften ein einmaliges Angebot, das wir finanzieren können. Und wir wollen also hier mit besonders leistbaren Mieten, die bei 4,63 Euro liegen, hineingehen. Da die Wohneinheiten erschwinglich bleiben müssen, sind diese mit Küchen ausgestattet, die bereits im Mietzins inkludiert sind. Die Mietdauer ist auf maximal 10 Jahre befristet und die Altersobergrenze für Jungfamilien und Alleinerzieher liegt bei 35 Jahren. Um die optimalen Wohnverhältnisse zu realisieren, wurde in Bruck ein österreichweiter zweistufiger Architektenwettbewerb vorgestellt. Das Siegerobjekt soll dann als Leuchtturmprojekt in der Kornmesserstadt errichtet werden. Und wo genau? Auch darüber gibt es schon konkrete Pläne. Es wird im Bahnhofsareal der Fall sein. Unser Projekt, unser Arbeitstitel heißt ja Zero Mile Hub. Das bedeutet, dort ist man, wenn man wohnt, in direkter Nähe fußläufig zur Innenstadt, zum gesamten Naherholungsgebiet. Und was wir wollen, ist dort auch innovative Wirtschaft, eine Mischnutzung reinzubekommen. Vorerst spricht man von ca. 40 Wohnungen in Bruck, die den jungen Menschen den Start ins gemeinsame Leben erleichtern sollen und Wohnen, Arbeiten, Mobilität perfekt kombinieren.